Wir werden uns heute mit der Grundform der Kaskade beschäftigen. Dafür brauchen wir drei Bälle. Das ist das, was allgemein die Leute unter Jonglieren verstehen. Und es gibt von Craig Quad eine Methode, die nennt sich Five-Step-Juggling. Die ist in 5 Schritten aufgeteilt und die werden wir uns genau anschauen. Wir unseren improvisierten Ring. Wir brauchen einen Ball. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr seid so ein Truckerfahrer oder Truckerfahrerin. Und ihr haltet diesen Ring hier in der Mitte als euer Lenkrad. Und der Ball wandert drumherum. Wichtig ist hier, dass der Ball so auf Stirnhöhe geworfen wird und versucht wirklich mal dieses Lenkrad still zu halten, also möglichst wenig Bewegung reinzubringen. Nachdem das geklappt hat, müsst ihr euch vorstellen, dass dieser Ring wie ein Fenster funktioniert und das Fenster ist entweder geschlossen oder offen und die Bewegung findet halt mit dem anderen Arm statt. Und hier werfen wir bei geschlossenem Fenster und fangen bei offen. Und das Ganze wieder rückwärts, sieht dann so aus. Das machen wir ein paar Mal. Und dann das Ganze auf der anderen Seite. Wir starten wieder bei geschlossenem Fenster, öffnen es und machen mit diesem Wechsel. Hier geht es darum, einfach von diesem Ball loszulassen, der in der Luft ist, sodass das Gehirn sich daran gewöhnt, nacheinander zu agieren und auch den Fokus auf ein anderes Objekt zu haben. Das wird uns später helfen, wenn wir uns auf mehrere Würfe konzentrieren müssen. Dann gibt es noch eine dritte Übung mit dem improvisierten Ring. Und zwar, wir werfen bei geschlossenem Fenster, wechseln und fangen beim geschlossenen Fenster. Vielleicht ist es gut, das einmal trocken zu machen. Ihr müsst euch vorstellen, ihr startet bei geschlossenem Fenster, ihr werft, ihr habt unendlich viel Zeit, ganz gemütlich nehmt ihr diesen Ring nach vorne, greift in der Mitte um. Und steckt eure Hand wieder durch und fangt. Hier genau das gleiche. Werfen, rüber, fangen. Und versucht wirklich diesen Ablauf ein, zwei Mal trocken zu machen. Das hilft euch, da nicht in Hektik zu geraten. Und wenn ihr das habt, ist genau das die Übung. Und schaut auch hier, dass ihr hoch genug werft, damit ihr genug Zeit habt. Das ist eine super Vorübung und die ist auch ganz schön hart.